Vielen Dank, Judith Rakers, und herzlich willkommen zu unserem Brennpunkt Gewitterstürme über Deutschland. Sie haben es ja gerade in der Tagesschau schon gesehen. Das heftige Unwetter fegte mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern über Nordrhein-Westfalen hinweg und kostete 5 Menschen das Leben. Bäume wurden entwurzelt, Straßen überflutet, es herrschte Weltuntergangsstimmung. Doch solange die schwülheiße Wetterlage andauert, so lange gibt es auch keine Entwarnung. Und so fürchten die Menschen vor allem in Ostwestfalen und im Ruhrgebiet, dass es heute Nacht wieder richtig krachen könnte. Gleichzeitig stehen die Zeichen auf Aufräumen nach dem Sturm, vor allem in Düsseldorf. Von dort berichtet Kirsten Rulf. Seit 17 Stunden versuchen sie, zumindest die gefährlichsten Sturmschäden in Düsseldorf zu beseitigen. Äste, die runterzufallen drohen, Bäume, die kippen könnten. Es sind Hunderte und das nur in den Hauptverkehrsstraßen. Einsatzleiterin Britta Neumann kann der Zentrale immerhin einen kleinen Erfolg melden. Wir haben den Baum nicht gefällt, sondern nur die losen Äste rausgeschnitten mit der Drehleiter. Weil der droht nicht umzukippen. Wir haben jetzt gerade noch mal geguckt, aber die losen Äste, die drin waren, die haben wir alle rausgeschnitten. In die Nebenstraßen fahren die Helfer heute gar nicht erst. Dafür ist viel zu viel zu tun. Und immer wieder wollen Bürger von den Feuerwehrleuten die Gewissheit, dass sie vor neuen Unwettern heute sicher sind. Stadt Düsseldorf, da können Sie in der Unwetterzentrale anrufen. Die geben Ihnen genau Auskunft darüber, ob noch was auf Sie zukommt oder nicht. Okay. Viel Zeit für solche Fragen bleibt nicht. Und noch weniger Zeit bleibt Feuerwehrfrau Britta Neumann für Interviews. Der nächste Einsatz wartet schon. Müssen wir auch wieder mit der Drehleiter hin. Der Rettungswagen kam wohl auch nicht durch. Jetzt müssen wir gucken, ob da auch wieder ein Baum ist oder Straße freiräumen, damit der Rettungswagen rein und rausfahren kann, damit die freie Fahrt haben. Ein paar Straßen weiter. Egidius Janovis hat Zeit, und zwar mehr, als ihm recht ist. Eigentlich wollte der 37-Jährige längst auf dem Weg zurück nach Litauen sein, nach einem Besuch bei seiner Schwester. Jetzt befreien die beiden sein Auto von Sturmtrümmern oder das, was davon noch übrig ist. Da hilft wohl nur Galgenhumor. Wir haben versucht, Limousine zu machen. Cabriolet. Selbst mit Auto hätte Egidius Janovis es schwer, von hier wegzukommen. Die ganze Straße ist noch gesperrt. Bis die Feuerwehr hier aufräumt, könnte es Tage dauern. Viele Düsseldorfer haben deshalb sofort nach dem Unwetter selbst angefangen aufzuräumen. Die Straße war ganz zu, komplett zu. Und alle Anwohner, wir haben dann versucht, die Straße wenigstens für eine Spur frei zu machen. Und ich habe dann bis heute Nacht um 23:30 den Verkehr geregelt. Aber selbst mit Hilfe der Bürger, es wird Tage, vielleicht Wochen dauern, um Düsseldorf von allen Sturmschäden zu befreien. Wenn man diese Bilder sieht, dann kann man verstehen, warum morgen viele Schulen und Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen geschlossen bleiben werden. Unter anderem in Bochum, Gelsenkirchen und Essen. Angesichts der chaotischen Zustände müssen offenbar alle Kräfte gebündelt werden, um die enormen Schäden zu beseitigen. Und das kann Tage oder auch Wochen dauern. In Essen ist jetzt mein Kollege Jens Eberl bei der Feuerwehr zugeschaltet. Jens, wie gehen denn die Kollegen vor Ort mit dieser Mammutaufgabe um? Ja, wir haben im Beitrag von Kirsten Rulf gerade schon viele, viele Bäume gesehen, die zersägt werden mussten. Und das geht den ganzen Abend hier auch noch so weiter. Und ich glaube, man merkt erstmal, wie massiv dieser Sturm war, wenn man wirklich neben so einem Baum steht, vielleicht gute 30 Jahre alt. Der wurde heute von einer Windböe um die 130, 140 Stundenkilometer aus der Verankerung gerissen. Und auch wenn man in die Nachbarschaft schaut, sieht man hier, ist von den ganzen Bäume nicht mehr viel übrig geblieben. Und die ganzen Kollegen hier sind schon seit gestern Abend um 21:30 im Einsatz, wie auch Axel Rundebohm, der hier kräftig weitersägt. Wie geht es der Kondition? Wie geht es in der Zwischenzeit so nach fast 24 Stunden Einsatz? Also langsam geht es bergab. Das merkt man auch körperlich dann, wenn man wirklich über 20 Stunden im Einsatz ist oder so. Das haut schon rein. Ja. Dann wünsche ich auf jeden Fall gutes Gelingen noch für die weitere Nacht. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie im Einsatz sind. Und ich begrüße Herrn Bogdan, den Feuerwehrchef von der Feuerwehr in Essen, der das Ganze hier die ganze Nacht koordiniert hat. Das war nicht immer ganz einfach, haben Sie gerade schon, als wir uns unterhalten haben, gesagt. Wo lagen denn die Probleme auch am Anfang bei diesem massiven Sturm? Das Problem war, dass eigentlich alle Hauptverkehrswege gesperrt waren und wir demzufolge gar nicht erst zu den Einsatzstellen kamen. Das heißt, wir mussten uns eigentlich schon
den Weg zur Einsatzstelle freischneiden. Und das war natürlich sehr problematisch. Und wir mussten natürlich sehen, dass wir die Krankenhäuser auch relativ schnell frei bekommen, weil wir müssen ja auch im Rettungsdienst weiterarbeiten. Und das war so die größte Problematik. Wir sehen, die Kollegen arbeiten hier kräftig. Aber wenn wir auch uns Bilder von der Straße anschauen, wo wir hergekommen sind, dann haben wir gemerkt, es liegen noch sehr viele Bäume in der Straße. Wie geht das weiter? Wann kann man damit rechnen, dass hier wirklich auch wieder freie Bahn ist und die Bäume aus dem Weg geräumt sind? Also wir werden heute sicher bis spät in die Nacht arbeiten, aber in der Dunkelheit nicht. Wir werden uns da ein bisschen zurückziehen und werden natürlich auch morgen früh, sobald das Licht es wieder hergibt, weiterarbeiten. Und ich gehe mal davon aus, wir werden sicherlich noch bis zum Wochenende zu tun haben, um die Stadt dann einigermaßen in dem Zustand zu haben, dass man wieder sagen kann, es ist einigermaßen Normalzustand. Vielen Dank erstmal für diese Information und weiterhin frohes Schaffen natürlich und viel Erfolg, dass Sie die Kondition behalten. Also es wird jetzt hier noch einige Stunden weiter gesägt werden, bis es dunkel wird und dann wird man die Arbeiten einstellen und morgen früh dann wieder aufnehmen. Ähnlich ist es in anderen großen Städten, also zum Beispiel auch in Düsseldorf rechnet man bis Donnerstag mindestens, dass es dauern wird, dass der Verkehr wieder reibungslos funktioniert. Und wie gesagt, hier mit Sicherheit noch bis zum Wochenende. Also es gibt noch viel zu tun, bis die Folgen von diesem Sturm hier wirklich beseitigt sind. Ja, vielen Dank, Jens Eberl, und alles Gute für die fleißigen Helfer. Wenn man das hört, dann kann man verstehen, warum der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger mit Schäden in zweistelliger Millionenhöhe rechnet und von apokalyptischem Ausmaß des Unwetters spricht. Dabei hatte alles so wundersam schön angefangen, sommerlich. Es war das heißeste Pfingstwochenende, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Mancherorts wurden Temperaturen über 35 Grad gemessen. Diese Rekordwerte ließen sich am besten nahe oder auf dem Wasser ertragen. Doch dann der krasse Wetterumschwung. Die extreme Naturgewalt hat Menschen überall dazu animiert, per Kamera oder per Handy diese im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubenden Momente festzuhalten. Jochen Tassler und Thomas Kramer haben sich durchs Netz geklickt. Zwischen Sonne und Apokalypse lagen nur ein paar Stunden. In Düsseldorf etwa, wie diese Bilder zeigen. Das Schauspiel am Himmel, viele haben es mit ihren Kameras oder Handys gefilmt und im Netz geteilt. Bilder, wie man sie selten sieht in Deutschland. Oft kommentiert in einer Mischung aus Faszination und Angst. Dieser Düsseldorfer wollte eigentlich nur essen gehen, als das Unwetter kam. Seinen Heimweg hat er dokumentiert. Wie die meisten kann er kaum fassen, dass es diesmal wirklich so schlimm gekommen ist. Ja, geht weiter. Wir haben hier eine abgeknickte Ampel. Beziehungsweise der Baum ist draufgefallen. Da steht ein Bus, der auch nicht weiterkommt. Das ist hier nicht gestellt oder so. Das ist echt gerade. Aber so komplett realitätsfern irgendwie. Andere Videos im Netz zeigen die Wucht des Sturms. Die Bühne des Bierlikte-Festivals in Köln etwa. Oder das Festzelt des Neusser Schützenfestes. Auch bei Twitter ist das Unwetter das Thema. Noch den ganzen Tag über laufen neue Fotos aus der Unwetternacht ein. Mal künstlerisch, mal dramatisch. Und oft unter dem Hashtag Weltuntergang. So schlimm ist es dann ja zum Glück nicht gekommen. Ja, nach dem Sturm herrschte heute Chaos in vielen Städten Nordrhein-Westfalens. Sogar Landesverkehrsminister Michael Groschek hat es nicht geschafft, sich aus Düsseldorf ins nur 37 Kilometer benachbarte Essen zu bewegen. Er musste dort seine Termine für heute absagen. Da ging es ihm wie vielen anderen Menschen auch. Tausende Pendler saßen auf den Autobahnen fest in insgesamt über 300 Kilometern Stau. Und wer den Zug nehmen wollte, der war auch nicht besser dran. Viele Reisende kamen mangels Verbindung nicht weg oder mussten sogar wie in Dortmund am Hauptbahnhof übernachten. Antraut Cordes-Strehle über einen Tag, der vielen viel Geduld abgefordert hat. Endstation Hauptbahnhof Köln. Dabei sollte es ganz woanders hingehen, samt Gepäck Richtung Norden oder Osten in den Urlaub oder einfach nur nach Hause. Wir haben einen Flug von über 10.000 Kilometern hinter uns. Wir sind seit 24 Stunden unterwegs und es ist natürlich nicht ganz so prickelnd. Von Windhoek nach Johannesburg problemlos, von Johannesburg nach Frankfurt problemlos, von Köln nach Duisburg nicht möglich. Hongkong, Shanghai, wir sind also 25 Stunden unterwegs und wollten da bis Frankfurt und von Frankfurt aus mit dem Zug nach Bielefeld. Doch der Zug endete in Köln. Nichts ging mehr. Und auch in Dortmund gestrandete noch und noch, die nur weg und endlich weiter wollten. Wir sind die ganze Nacht in dem Bahnhof hier in Dortmund gestanden. Heute Morgen hat man uns gesagt, dass nichts mehr weitergeht. Per Taxi vielleicht? Wir sind von Koblenz und es gibt kein Taxi, das uns dorthin fährt. Ja, Reisende mussten ganz schön Geduld haben heute. Zurück in Köln. Auch hier hieß es weiter warten.
Ich komme aus China und wollte was sehen von Deutschland. Gestern bin ich in Köln angekommen, wollte heute in Berlin sein, aber ich bin immer noch hier. Glücklich, wer nette Gesellschaft beim Warten hatte oder fand. Noch glücklicher, wer ganz gelassen blieb. Tja, dass es so chaotisch werden würde, das hatten wohl die wenigsten geahnt. Die Wettervorhersage hatte uns starke Hitzegewitter versprochen, aber von diesem Ausmaß sind dann doch die meisten überrascht worden. Claudia Kleinert in unserem Wetterzentrum in München. Wenn heiße Luft auf kalte Luft trifft, dann knallt es. Soweit wissen wir alle Bescheid. Aber was ist denn passiert? Welche Faktoren waren es, die es zu so heftigem Unwetter haben kommen lassen? Ja, da reicht nicht nur die heiße Luft, sondern die war dazu auch noch ziemlich feucht. Und dann gab es große Labilität. Also große Hitze, Feuchtigkeit, Labilität, also große Temperaturunterschiede. Und dann können solche heftigen Schauer und Gewitter entstehen. Und das war eben gestern der Fall. Ist im Sommer auch häufiger mal so. Und die gestern, die hatten es wirklich in sich. Am Flughafen Düsseldorf 145 Kilometer pro Stunde Wind. Orkanböen fangen bei 118 an und danach gibt es keine Steigerung mehr. Also das war wirklich sehr, sehr heftig. In Neuss 133, Eschweiler 113, genauso wie Gelsenkirchen, da zumindest orkanartige Böen. Also das wirklich am schlimmsten in Nordrhein-Westfalen. Geregnet hat es dazu auch zum Teil noch kräftig. Es gab richtig große Hagelkörner. In Löningen in Niedersachsen auch dort sehr nass, 42 Liter. Emsdetten 46, in Bochum 42 Liter. Also Sie sehen, vor allem in Nordrhein-Westfalen entstanden sind die ganzen Schauer und Gewitter westlich von uns, nämlich über Frankreich. Also labile Luft dort, ziemlich feuchte und heiße Luft. Und deswegen hatten wir es, das kann man auch sehr schön auf dem Satellitenbild erst einmal von gestern Morgen erkennen, mit diesen Gewittern zu tun. Erstmal ist überhaupt nichts passiert. Es war sonnig, es war schön, ein richtiger Sommertag. Aber Sie sehen schon hier über Frankreich zum Teil dichte Wolkenfelder. Und da sind dann richtige Gewittercluster entstanden. Also ganz viele kleine Gewitter zusammengenommen. Das erste Gebiet ist dann erstmal nördlich von Nordrhein-Westfalen vorbei, hat den Osten getroffen. Und dann ist dieses zweite um 17 Uhr entstanden. Und es gab gestern in Nordrhein-Westfalen 80.000 Blitze. In Düsseldorf vor den Gewittern 31 Grad, in Iringen sogar 38 Grad. Und dann konnte man sehr gut erkennen, dass da eben im Westen schon einiges Ungemach drohte. Und dieses Cluster, diese Gewitterwolke, die zog dann im Laufe des späteren Abends weiter nach Nordrhein-Westfalen und sorgte für diese Unwetter. Dass sie kommen würden, war klar. Wen sie jetzt genau treffen, das war nicht so sicher. Also das Zusammenspiel dieser ganzen Zahlen und Umstände hat also zu einer Art Rekordunwetter geführt. Jetzt haben ja viele Menschen den Eindruck, dass diese Wetterphänomene immer extremer werden, dass es heftigere Stürme gibt, dass es schlimmere Überschwemmungen gibt. Haben Sie denn wissenschaftliche Zahlen oder Fakten, die diesen Eindruck der Menschen bestätigen können? Also aus der Erfahrung, das, was wir in den letzten Jahren, und ich bin ja nun auch schon einige Jahre dabei, so mitbekommen, ja, auf jeden Fall. Wir haben immer wieder Rekordmeldungen, das heißt Rekorde beispielsweise für Temperaturen, Rekorde aber auch für Windgeschwindigkeiten. Jetzt im Juni, Anfang Juni, 38 Grad, ist auch nicht so gewöhnlich. Das heißt, die Temperaturen werden immer höher und bleiben dann auch eine ganze Weile sehr, sehr hoch. Und das bildet natürlich das Potenzial für so heftige Schauer und Gewitter, wie wir sie gestern erlebt haben. 100% ich sagen, hängt mit Klimawandel zusammen, ja oder nein, kann man nicht. Aber es wird immer wärmer und dementsprechend sind Wetterextremer auch immer wahrscheinlicher. Und das sagen eben auch Experten für Klimaforschung. Vielleicht ganz kurz noch eine Einschätzung für die Nacht, die jetzt kommt. Wo wird es dann in den nächsten Stunden möglicherweise noch mal am schlimmsten gewittern? Also es kann in der Nacht noch heftige Schauer und Gewitter geben vom westlichen Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz, östliche Nordrhein-Westfalen, dann aber auch Richtung Niedersachsen und rüber bis nach Sachsen-Anhalt und Sachsen. Und morgen Vormittag dann vor allen Dingen noch mal über der Osthälfte. Es wird nämlich noch mal sehr heiß in Richtung Sachsen, Lausitz bis 33 Grad. Da kann es auch wieder Hagel, Starkregen und schwere Sturmböen geben. Vielen Dank, Claudia Kleinert, für diese Einschätzungen nach München in unser Wetterstudio. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an unserem Brennpunkt Gewitterstürme über Deutschland. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Doppelserie. Bleiben Sie dran. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.